Was passiert denn hier gerade? Alter. Warte mal, ich muss mal kurz hier freiräumen. Geh mal kurz weg, geh mal kurz weg. Ja, ja, ja. Okay. Wieso machst du das mit TNT? Okay, mach einfach. Block, okay, block, 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 blockt. Okay. Kein Schaden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das denn da, Alter? Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft Mindfighter zusammen mit dem lieben Kedos und dem lieben GLP. Grüß euch beide. Hey, na? Na? Hallo. Hallo. Oh, und Josh ist auch dabei. Ich glaube, ist ruhig. Was ist denn mit dir los? Minefighter ist ein Spielmodus, den ich mal ganz gerne mit dem gewaltigen YouTuber-Event Varo vergleiche. Vier Teams starten in einer solch kleinen Höhle und haben 5 Minuten Zeit, sich bestmöglich zu equippen nach Vanilla-Magie. Vanilla-Magie, ach, Bergmann. Vanilla-Manier, indem man einfach quasi keine besonderen Blöcke hat oder sowas, sondern einfach ganz normal Eisen farmt, das in den Ofen tut und sich daraus schöne Eisenrüstungen macht. Das machen wir jetzt, indem wir ganz klassisch erstmal Holz abbauen und uns Werkzeuge basteln. Nach 5 Minuten. Ziemlich geil. Sehr, sehr geil. Nach 5 Minuten bekommt jedes Team und jeder Spieler einen Kompass, mit dem er das nächstgelegene Team angezeigt bekommt. Das gilt es dann natürlich auszuschalten und das Team, das als letztes noch auf diesem Server verweilt, gewinnt. Richtig. Hast du gesagt, toll erklärt. Danke. Kannst du mir vielleicht ein bisschen Stein geben, Kedos? Ich hab mir gerade schon, warte, ich hol dir was. Der erste ist schon tot. Geil. Wie viel brauchst du? Habe ich umgebracht. 3, oder? Für eine Spitzhacke. Richtig. Bitteschön. Da, hier, nimm mit. Für die Blumen. Kümmert ihr euch um das Eisen, dann würde ich, okay, gäbe ich schon komplett draußen. Das ist natürlich wieder hervorragend. Das ist super. Das macht die Runde besonders spannend. Oh ja. Ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie wirklich immer nur bei mir in den Aufnahmen so, dass die Leute komplett lieben. Vielleicht vor Ehrfurcht, man weiß es nicht. Definitiv vor Ehrfurcht. Nee. Aber vielleicht ist grün und rot ja so dermaßen OP, dass wir hier gleich noch ordentlich auf die Mütze bekommen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Willst du denn nicht eine ordentliche Gedrägt-Runde machen? Also musst du deinen Skill präsentieren so ein bisschen. Ja, ich gedrecke gerne, Alter, das sag ich dir aber. Ich sag mal so, ich muss mein Skill nicht präsentieren. Ich hab das nicht. Also ich hab weder hab ich Skill, noch hätte ich es nötig. Mhm. Hätte wäre es so. Sag mal, hier ist aber so ein bisschen, ich hab das öfters mal, dass ich was hinsetzen will und das verschwindet, oder? Was abbauen, das verschwindet. Ja, manchmal hat der Server tatsächlich einige... Oh, ich hab... Oh, Leute, ihr müsst sofort... Ja, ich komm sofort. Ich hab schon dir... Hast du eine Eisenhacke? Eisenspitzhacke, ja. Dann renn dahin, Manuel, renne hierher, wirf sie mir her. Nee. Du wirfst sie mir jetzt her. Ich wusste es. Oh. Ich wusste es. Ist schon richtig. Ich wusste es, da die Bombe platzen lassen. Genau, geh in den Weg. Meint ihr? Ey, ich kann hier einfach nichts abbauen in manchen Ecken, ne? Alter, ich hab so viele Diamanten. Abnormal. Alle, Alter, den gibst du mir wieder. Ja. Den gibst du mir wieder. Das ist meiner. Okay, ich mache ein Schwerter. Ich kann 3 Schwerter machen. Nice. Ich baue mich dann jetzt hier schon mal ganz unbeholfen weiter. Oh ja. Ey, ich krieg das Kotzen. Ich baue was. Es ist. Hier, ich geb's dir. Ich geb's dir, Kedos. Richtig. Warum hast du eigentlich so einen Totenschädel auf? Was? Weil ich den hübsch finde. Guck mal, Bergmann, guck mal bitte. Hinter dir. Ich hab ihn schon gesehen. Oder was meinst du? Ach, du willst mir. Ja. Danke dir. Ich baue jetzt woanders lang. Ich geh jetzt weg. Hey, baut dir einer von euch ab? Oh Gott, das bist du, ne? Okay, alles klar. Ja, das bin ich. Ja, weil irgendwie an der Stelle, wo ich versucht habe, Eisen abzubauen, da funktioniert das einfach nicht. Ja. Das ist auch frustrierend auf Dauer. Wir können auch sonst rein theoretisch, wenn wir auf Nummer sicher gehen wollen und unsere eigene Base schon ausgelootet haben, dann können wir auch weitergehen. Schon mal alles abreißen besser. Und dann gehen wir hier. Ja. Ja. Okay. Ja, aber haben wir denn schon so ein bisschen, dass zumindest mal jeder so ein Höschen oder so ein Brustpanzerchen? Ja. Ich mach mit Schuhe. Ich höre auf jeden Fall Zombies. Ich guck mal, ob ich jetzt vielleicht hier die große Höhle finde. Ich hab Schuhe. Wo ist unser Ofen, Manu? Wo ist den habe ich mitgenommen. Den hast du schon. Achso, okay, gut. Natürlich. So kennt man mich. Ich höre hier auf jeden Fall was. Du hast die Spitzhacke gerade mitgenommen, du Arsch! Ach, so, ich mach den Weg zu, ja? Nicht, dass jemand aus unserer eigenen Basis kommt, das geht ja nicht. Genau. Ehrlich. Da könnte man... Hallo. Oh Gott, bist du einer, erschreck mich doch nicht so. Erschrecke mich doch nicht so, du tollkühner Lausbub, du. Ja, die Zombies werden immer wieder leiser. Hast du gerade eine Idee, wo du lang gehst? Hast du irgendeinen Plan? Nee, ich habe mich an den Zombies zu orientieren, die aber jetzt plötzlich leiser geworden sind. Hat einer von euch Erde abgebaut? Ja, ne?
Ich frage mich ja immer noch so ein bisschen, was passiert, wenn man... Bergmann, wo bist du eigentlich hin? Ich bin jetzt hochgegangen. Wenn man... Oh, ich habe was gefunden. Komm zu mir. Okay, ich bin an Obsidian. Da geht's eh nicht weiter. Wenn man sich quasi ganz nach oben baut. Es gibt keine Oberwelt bei meinem Fall. Diablock. Oh, nice. Ich habe einen Diablock gefunden. Nice. Oh nein, ich werd gebackt. Oh nein. Hau ihn bitte ab. Ja, danke. Ja, wir können nicht, wir können nicht. Auch. Manu, wir können nicht. Wir können nicht bauen. Ey, Leute, ist ja. Nein, Manu, was machst du denn da? Alter, was schläfst du das? Hä? Nein, mir geht's Emanuel. Gut, aber ihr müsst den Dingsblock abbauen. Jetzt. Ja, aber dafür brauchen wir deine Spitzhacke, weil die hat niemand eine Eisenspitzhacke. Nein, jetzt bin ich auch, oder? Oh Gott, was passiert denn hier? Alter, ihr müsst das, die Spinnweben abbauen. So, jetzt. Oh, danke. Okay, alles nice, alles easy, alles gut. Ich hab den Block, kein Problem. Ich meine, das ist jetzt fast so ein richtig epileptischen bekommen. Mach mal eine Workbench, bitte. Warte, ich hab eine, Moment. Wollen wir die Öfen hier aufbauen? Ja, ja. Wir haben den Kompass. Ich hab einen Kompass. Krass, Alter, da hab ich einfach einen Diablock gefunden. Ich bin echt, wow. Jetzt alleine weitermachen die Runde hier, ja, oder? Ja. Ach, ich hab den Ofen hier. Upsala. Da kannst du jetzt diesen sympathischen Obi einfügen, weißt du, der Ja, erschrecken sich Leute immer. Ich hab gesagt, ich will das nicht mehr machen, weil sie sich immer so erschrecken. Wenn das so ins Bild kommt, ne, das ist auch schon... Ich seh Namen unter uns, rot. Guck mal, was ich anhabe, Herr Bergmann. Du hast sie jetzt nicht ernsthaft? Hä, was willst du denn sonst machen? Eine Spitzhacke oder was? Dann gib mir den mal. Habt ihr das gehört, das unter uns wohl ist? Das habt ihr schon gehört? Ja. Du kannst jetzt gleich voll Eisenequip kriegen von mir. Das ist super lieb von dir, danke dir. Ja. Gut. Kein Problem. Warte mal, ich streich mal kurz mal. Aber die besten Aufnahmepartner, Mindfighter in Zukunft. Du teilst danach Modi ein, ne? Genau, dein Management sagt aber was gegen. Ja, es ist auch gefeuert. Es hat mich ja immerhin vermittelt an dich. Und schade. Schon die zweite Enttäuschung. Nach Christmas City. Guck mal, Bergmann, der Typ will kein Screen mit dir. Tatsächlich. Ja. Aber das macht es mir natürlich leichter, weil dann kann ich ihn snacken. Wo ich jetzt auch snack ihn weg. Du tätest ihn währenddessen wie ein Screen mit ihm machen. Geil, genau. teilt euer Eisen auf, Leute. Ich habe zum Beispiel noch gar nichts. Also es wäre ich habe auch noch cool. gar nichts. Ja. Deswegen würde ich jetzt auch vorschlagen, dass mein Bergmann als erstes was gibt, weil ja, der nimmt ja auch. Vor. Du bist eher nee. Also du kriegst gar nichts. Nee, Manu kann sich hier ruhig voll equippen. Ja, Manu, wenn ich tot bin, Brustpanzer rum. Gibt da keinen Spectator-Modus hier, dann hören wir einfach Manu ein bisschen zu, wie er hier das alles macht. Finde ich auch eine gute Idee. Das ist irgendwie mal ganz angenehm. Bau dich mal da Richtung Zombies, falls du sie hörst. Hier nimm, Herr Bergmann. Danke. Ja. Das ist aber der Eisen, den hast du leider vertauscht. Rot ist immer noch direkt unter uns. Also ich denke, die sind so ein bisschen. Ja. Aber die sind auch nur zu zweit, deswegen ist jetzt nicht die größte Gefahr. Okay. Ich hab dir noch was zugeworfen, ich hab dir eine Bombe platzen lassen. Ja, baust du gerade ab, ja, ne? Alter Satz. Ja. Okay. Hat jemand noch Holz? Wir haben ziemlich wenig Holz, kann das sein? Wofür? Ich hab nur noch einen einzigen Block. Ja, hier für Spitzhacken und sowas. Ach so. Ja, ich mach mal Sticks. Ich hab 9 Sticks. Hier, Kedos. Ja, weil ich brauche in die Spitzhacke. Dann nimm's. Dankeschön. Kein Problem. Hier, kriegst du noch eine Spitzhacke von mir. Das war ein Saat. Ja, okay, ich wollte eher einen aus Stein machen, dann lasse ich das erstmal, ne? Ja. Okay, ich höre auf jeden Fall richtig laut die Zombies jetzt hier. Ich hab was für dich, Herr Bergmann. Komm du mal her. Du kleine Schatz. Hier. Ich glaube, die sind hier. Schon ja. In der Höhle. Es ist unglaublich laut jetzt hier gerade. Die laufen da unten auch recht entspannt. Grün ist übrigens jetzt links von uns gerade. Wir haben kein Eisen mehr. Okay. Also wir haben jetzt ziemlich viele Teams, die hier so ein bisschen in der Nähe sind. Ja. Ja. Okay, dann reiß alles ab, Manu. Ja, und dann bin los. Schon dabei. Ist schon alles weg. Okay, kommst du, Manu, wir sind hier unten. Ja, komm sofort. Ich komm. Es wird immer lauter. Na. Hörst du das? Wir sollten auch zusammen in verschiedene Richtungen graben. Nee. Wir sollten schön zusammen bleiben. Dann finden wir aber höchstwahrscheinlich mal irgendwie Block oder so. Wie viel Rüstung hast du denn jetzt? Ich hab alles bis auf einen Helm. Okay, weil ich hab gar nichts. Okay, das ist nicht gut. Aber ich glaube, ich bin jetzt hier bei irgendwas. Du hast ein Dia-Schwert. Oh, warte, ich hab was gehört. Ach, das war Manu. Hier ist nochmal, genau. Mach mal hinter uns zu. Ja, immer sneaken bitte, immer sneaken. Oh, ja, okay. Ja, nee, weil Manu... Ich hab schon hinter mir zugemacht. Ja. Doppelt hält besser, weißt du, das ist einfach... Ah, ist ein bisschen dunkel geworden jetzt hier. Okay, rot ist ziemlich nah jetzt. Also wenigstens ein paar Strümpfe oder okay, so. Okay, ich glaube, wir sind in der Höhle. Weil hier das ganze Eisen packt auch ist. Packt euer Eisen mal in die Kiste. Ja, aber dann ansneaken wir. Ansneaken. Ja, okay, hinter uns ist... Da kommt gerade jemand gefährlich hoch. Achtung, rot da. Nicht von unten schlagen lassen. Boah, rot ist mega nah dran. Ich hab mich total entgegengebaut. Der ist doch noch gar nichts offen. Okay, komm.
Ich glaube, dass hier drunter die Höhle ist. Oh, ja, ja. Da. Sollen wir alle reinspringen? Komm, alle rein. Okay, rein, 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 rein. Bitte, da. Alter, ich klicke voll. Er hat gar nichts. Er hat gar nichts gekillt. Ja, ja. Aber wo ist dein Teampartner? That's a question. Da, 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 hier. Unter uns. Unter uns war gerade was. Unter uns. Hier, warte. Packeis. Zwei Packeis. Ja, wo denn? Der hatte auch TNT, der Typ. Okay. Der hat mir voll die Dias gesucht, Alter. Oh, ich fühle mich. Hier geht's runter. Ja, sauber. Sauber. Kann mal bitte einer noch eben nach oben gehen und unser Teil holen? Ja, ich mach das. Der Typ sieht mich nicht. Der Typ sieht. Oh, er sieht mich ja nur ein Eisenschwert. Er ist tot, haben gekillt. Okay, nice. Hol mal bitte aber hier unser, ist auch die Höhle, okay, Zeug. Alles klar. Ja. Ja. Ich hab mich total verlaufen gerade eben. Ich weiß gar nicht, wo unser Zeug. Hier ist blau. Blau ist auch in der Nähe. Okay. Wie viel Zeug haben wir denn da, Manu? Ja, hier ist schon viel. Naja, einiges. Also. Also auf jeden Fall, um hier komplett Eisen zu gehen. Neben uns kommt ein blauer. Oder ist direkt bei mir? Wir sind blau, Leute. Wir sind blau. Achso, ja, stimmt. Wir sind blau. Ey, das habe ich auch bei Bad Wars immer, ne? Ich sehe nie, welche Farbe ich bin. Ja. Okay, das waren jetzt drei Eisen, die ich hier holen konnte. Vielleicht kann ich dann mir bald zumindest einen Buspanzer machen oder sowas. Das wäre ganz cool. Hast du hier ganz viel Stein weggeworfen oder hast du den Typen hier getötet? Nee, ich hab. Hier. Pack da mal dein Eisen bitte rein. Wo seid ihr denn? Ich finde euch nicht. Hallo? Ja, du musst, warte, ich hol dich gleich ab, Kedos, warte. Da, wo das Wasser ist? Ja, ich bin auch. Der Schaden? Ach, da, hast du unser Eisen mitgenommen? Ich habe 6 Eisen dabei jetzt. Okay. Das war zumindest alles, was ich gefunden habe. Ja. Dann craftet ihr doch mal was. Ich kümmere mich dann darum, dass der Batman erstmal seine Rüstung. Ich hänge irgendwo dran. Okay. Ich finde, wir machen das gerade eben gut. Das ist wichtig, das habe ich im Motivationsseminar gelernt, dass man das hin und wieder erwähnt, auch in der Gruppe. Dass man das gut macht, meinst du? Ja. Okay, die Frage ist, kommen sie von oben oder kommen sie von unten? Das ist jetzt die Frage. That's a question. Weil wir haben ja auch den Weg hier offen. Den ich jetzt einfach mal mit Gold zumache. Weil wir es uns leisten können. Weil wir es uns leisten können. Hast du denn jetzt einen Goldblock reingehauen? Ja. Nee, Erz, oder? Nee. Also Erz, ja. Wäre ein bisschen dekadent, jetzt so einen Goldblock zu machen und den dann da irgendwie zu lassen. Du kennst doch meinen Lifestyle. Das ist, weißt du, einfach, ne? Das stimmt allerdings. Was bei dir ist gerade im Kopf gewesen? War nix. Okay. Herr Bergmann, du brauchst einen Helm, ne? Ja. Hat einer von euch gerade irgendwie eine Spitzhacke verloren? Hat einer von euch eine Spitzhacke verloren? Grün ist über uns. Hier, nimm, Namen gesehen. Nimm, Herr Bergmann. Ja, über uns sind doch. Egal, nimm, ich werf's dir zu. Hier. Hinter dir. Grün ist definitely wichtig. Above us. Die sollen auf Kedos gehen, damit der stirbt. Ah, Mann! Ich wiederhole nochmal, hat einer von euch eben gerade eine Spitzhacke kaputt gemacht oder irgendein anderes Werkzeug? Okay, nee, dann nein, sind nein, sie nein, so dermaßen nah dran. Ja, hast du das gut gehört? Ja, total laut. Also ich dachte, so laut, als dass ich halt gedacht hätte, es wäre einer von euch gewesen. Okay. Die sind auch, also die müssen hier gerade richtig hart. Also ich bin jetzt auch bald full Dia irgendwann mal, hoffentlich. Und genau, dann, full Dia. Ja, full Iron, Entschuldigung. Schau mal, was ich mir noch gecraftet habe. Was hast du gecraftet? Dia-Schuhe. Ja, Manu ist bald wirklich full Dia, ne? Ja, erstmal folgendes. Ja. Brauchst du Schuhe? Kedos, hier, ich hab Schuhe für dich. Ja. Ich komme. Ich sehe da nichts. Ist da irgendjemand? Oh ja, da, im Wasser. Im Wasser? Nee, ich hab auch nichts gesehen. Oh, schön. Reicht's noch für den Helm? Der das hat Eisen, ne? LOL, hier, bleibt mal nimmer. Ja. Die haben Eisenspitzhacken gehabt. Okay. Und eine Diaspitzhacke. Haben wir noch Holz? Ich hab sechs. Ja, dann gib mal bitte welche. Oh, wofür? Das war gruselig. Hä? Ich höre hier gerade richtig lautes Rumgelaufe. Okay. Hast du mir welche zugeworfen? Hallo? Hier, wofür denn? Für Fackeln. Ah, Fackeln willst du. Ich hab gerade welche geworfen, ja? Nee, da nicht dahin, das war nur Dreck. Ich hab sie aber nicht bekommen, ich glaube, Kedos hat sie bekommen. Warte, brauchen noch irgendwer ein Rüstungsteil? Ja, ich hab sie wirklich bekommen, bitteschön. Oh, jetzt hab ich genau ins Loch rein hier. Leute, ihr habt Full Iron, ne? Ja. Ja gut, dann brauche ich jetzt nur noch Full Dia. Also das wäre schon wichtig. Ja, so wichtig, dass ich sage, ich finde auch, wir sollten die Runde nicht beenden, so blöd, bevor nicht jeder Full Dia hat irgendwie. Das ist unverzaubert natürlich auch noch, ne? Stimmt, verzaubern? Kann man verzaubern? Ja, kann man. Lass mal jetzt bitte nicht mehr, ne, nicht mehr ungesneakt sein. Okay. Ich sneak die ganze Zeit, sogar im Wasser. Okay. Und jetzt hier komplette Entspannung. Wir machen das jetzt hier ganz höhere Lava. Aber wenn ich mich komplett entspanne, muss ich aufs Klo.
Ja, das dann, stimmt. Dann, ist das, dann muss das halt so sein. Dann muss das halt so sein. Ist irgendwo Lava. Seid ihr hinter mir? Ja, ja. Okay. Direkt in dir. Okay. Ich wäre dafür, wenn wir welche sehen, einfach strikt reinrennen. Ja, wir sind doch jetzt eigentlich gerade ziemlich gut equipped, also ich kann mir... Das war nur ein einziges Mal dieses Erlebnis, wo ich plötzlich auf so einen Typen getroffen bin, der full dia und verzaubert und sonst was war, das hat mich fertig gemacht. So, hier, warte mal, ich bin auf jeden Fall in irgendeiner Höhle. Oh ja, oh ja. Aber da würde ich jetzt... Wieso schreibt der Grüne good luck? Weiß ich nicht. Ich würde auf jeden Fall keine Zeit mehr vertrödeln. Ich musste leider ansneaken, es ging nicht anders. Ich höre Schaden. Ich auch. Leute, wir dürfen jetzt nicht aneinander. Leute, was ist los? Ja, 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 okay. Da passt doch auf, was... Also wenn der Grüne gut Lack schreibt, dann vermute ich, dass die in der Nähe sind. Weil das ergäbe ja sonst keinen Sinn. Weil sie sind auch vor allem hinter uns eigentlich. Ich baue mich jetzt mal hier hin. War da gerade jemand? Oder war das das Schwert von Manu unter uns? Ich weiß nicht. Die Lava wird lauter. Also unter uns ist ein Spawner. Ja. Ist einfach so derbe laut gerade. Ja. Ich mache hinter uns noch ein bisschen mehr zu, ne? Ja. Genau, immer in regelmäßigen Kampf. Kein Bock auf Überraschung. Und achtet wie gesagt auf den Kompass. Sobald er sich dreht, hoch oder runter gucken. Ach ja, warte, dann muss ich kurz ansneaken, um den. Weil jetzt dreht er sich zum Beispiel. Jetzt dreht er sich gerade. Hier ist TNT. Oh, hier ist TNT. Bau das ab, bau das ab. Hier ist richtig viel TNT. Ah, das ist hier unser Raum. Das ist der TNT-Raum. Bist du sicher? Ja, das sieht voll danach aus. Hier ist auch noch Diamanten. Oh, Dias. Oh, das sind nochmal Dias. Schön. Gib mir das ganze TNT mal. Gib mir mal das ganze TNT. Ja. Danke. Okay. Mach mal hinter uns zu, Kedos. Ja, mach ich. Wir müssen weiter runter. Glaube ich mal einfach. Hör dir die Lava, wie unglaublich laut sie einfach ist. Lava? Ja. Hä? Bei mir ist sie gar nicht so laut. Du musst da vielleicht mal deine Soundeinstellungen überprüfen. Ja, das musste. Ja, natürlich für analog. Für Varro habe ich alles hochgeschraubt damals. Und die Zombies sind einfach so laut. Ich glaube, ich hört euch später auf dein Gehör, ne? Du hast ja extra ein Hörgerät gekauft, obwohl alles in Ordnung war, damit du... Wir bauen uns in die falsche Richtung. Da war Name direkt in die Richtung. Direkt unter uns? In die Richtung. Nah dran? Nee, von hier in die Richtung, wohin die schau gerade irgendwie. Aber nicht so nah dran, aber das heißt, dass die nicht nur in der Richtung sind, wo das der Kompass gerade eben anzeigt. Der war unten, ja? Der Name. Ich glaube, hier war der. Nee, der war recht geradeaus sogar. Ja, hier, ne, oder? Ja. Außer ich hab mir das ganz krass eingebildet, weil ich mal wieder voll auf Crack bin. Ich hab das davor auch einmal gesehen, aber ich dachte auch, ich hätte es mir eingebildet. Hab gar nicht erst geredet. Wieso trennen wir uns gerade? Weiß ich auch nicht. Weil ich glaube, die sind da unten. Ja, aber komm mit, Kedos. Ja, Manu hat ja seine Dia-Rüstung, ne? Manu und die Dia-Rüstung gehen gar lang. Genau. Und wenn du die siehst, dann nicht sofort alle weghauen, sondern sag mal kurz Bescheid, dass wir vielleicht nachkommen können. Nee, ich gehe nicht. Oh, hier. Da ist ein Raum? Ja. Sind die hier drin? Aber das ist der Spawner von vorher, glaube ich. Oder? Nee, das ist einfach nur der Raum. Die sind da, oder? Ich weiß, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber die sind ja viel zu. Doch, da ist ein Zombie mit Rüstung. Was passiert denn hier gerade? Alter! Warte mal, ich muss mal kurz hier freiräumen. Geh mal kurz weg. Ja. Okay. Wieso machst du das mit TNT? Okay, mach einfach. Blockt. Okay. Kein Schaden bekommen. Oh Gott, was ist das denn, Alter? Wow. Komm rein, Kedos, komm zurück. Wir können nicht töten, Alter, das ist kein Problem. Ich hab keinen Schaden bekommen. Das ist trotzdem mega übertrieben, was da drin ist. Ich hör Sprengstoff. Die sind über uns, Leute. Da sind Hexen. Weg. Oh Gott. Leute, okay, die sind bei uns. Haut doch nicht die Fackel ab. Kommt doch hier rein in den Weg. Hat einer von euch TNT gelegt? Nein, oder war es der Creeper? Nein. Das könnte der, ich glaube, das war bestimmt der Creeper. Ja. Ja, aber der konnte es doch nicht durch die Wand hören. Komm hier rein. Okay. Ey, aber da können ultra viele Ressourcen sein, ne? Ja, aber nur noch Eisen, wir sind doch voll. Oh, ich höre, warte. Nee, das kann doch nicht sein. Dann gehört der abbaut, oder war das? Das war ich. Ich hab Pilze, hier. Ich plante sie. Okay, geil. So, ich baue mich jetzt hier seitlich. Okay, warte, Moment. Ein Pilz. So, ich habe noch andere Pilze. Die Brot kommen. Komm mal. So, Leute. Boah, das machst du ausgezeichnet, wie du das abbaust, Herr Bergmann. Richtig geil. Oh Gott, Alter. Oh, da sind sie. Ja, lass den Creeper. Links ist er. Hier. Sie kommen. Oh Gott. Alter. Kommt raus. Wo seid ihr denn? Ja, ich bin draußen. Ich bin alleine hier. Ich komme. Boah, sind da viele Gegner. Alter. Also die Mobs machen es gerade nicht so einfach. Wo ist denn der jetzt hin? Der war doch eben hier. Creeper. Da, wo wir gerade waren. Dahinter. Nee, der war irgendwo da hier drin. Der hat da irgendwie so einen Gang. Hier ist irgendwo ein richtig dicker Spawner. Die machen gar keinen Schaden, die Mobs. Kann das sein? Ja, überhaupt nicht. So, warte mal, ich spreng jetzt hier nochmal kurz alles auf. Nee, die machen echt... Weg. Oh, hier war eine Redstone-Truhe.
Ja, genau da war der. Ja, ich hab den Namen auch gesehen. Ich war mit Manu so kuschig allein und dann... Sie haben eine Treppe hingebaut. Sehr geil. So verwirrt. Geil. Die bringt's voll. Ich höre sie überall Treppen. Bau mehr Treppen. Ja, wir brauchen Treppen. Wer baut ab? Wer baut ab? Baut irgendeiner ab? Keiner, nein. Nee. Guckt über euch. Unter uns ist unwahrscheinlich. Hey, hört ihr das nicht? Hört ihr das nicht, wie ihr hier irgendwie abbaut? Geht auf die Treppen. Nee, ich. Da, ihr da hört das nicht? Doch, doch. Doch, doch, doch. Hier ist eindeutig jemand. Ist der. Soll ich über oben uns oder unten TNT? Der unten oben geht? Okay. Oben. Auf jeden Fall oben. Okay. Der ist doch niemals unter uns. Nee. Das wäre auch dumm. Mit okay, weg, weg, weg. Dadurch. Du lässt die Bombe heute Platz. Richtig geil. Ja, das hat überhaupt nicht gehauen. Hat noch irgendeiner von euch TNT? Nein. Nee. Vor allem, die sind auch noch aber zu dritt, ne? Die sind auch noch zu dritt, Leute. Ja. Why? Ich habe auch 8 Level. Geil. Ich habe 5. Ach, deswegen sind die Mobs oh, noch Milch an. Wenn du an die Kiste gehst, Feuerkugel. Wenn du an die Kiste gehst, dann bist du nicht mehr gesneakt, ne? Das weißt du. Ich weiß. Okay. Ja, aber die wissen doch eh, wo wir sind, ja, oder? Ja, eben. Ja, wir müssen uns ja aber jetzt wieder entgegenbauen. Also ja, die sind Feuerkugel über uns. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die immer noch über uns rumbaumeln. Okay. Sollen wir uns nicht Feuerzeuge craften? Ein Feuerzeug habe ich. Wir bräuchten nochmal Spitzhacken. Spitzhacken habe ich dir zugeworfen, 2 Stück. Ja, die sind beide kaputt. 2 Eisenspitzhacken sind kaputt. Ah, nee. Ich habe noch eine, Entschuldigung. Nee, wobei die ist auch fast kaputt, ja. Lass uns rein dann, jetzt. Das hilft warte, nix. Nein, dann gib mir die mal. Wir tauschen. Also von unten haben wir auf alle Fälle bessere Chancen okay, als die von oben eigentlich. Ja. Wollen wir uns einfach reinbauen jetzt hier? Ja. Aber reinbauen ist halt auch immer, ach komm, lass einfach machen. Einfach YOLO. Immer schön hinter uns gucken. Ey, jetzt packt hier gerade schon wieder das Abbauen rum. Das ist super nervig bei dem Modus. Okay, hier ist wieder ein Gang, hier ist ein Gang. Ich weiß nicht, ob das unser war. Ja. Jo. Sieht da noch aus. Jo. Hier oben ist wieder die Dingens, ah, ja. Die Bücherei. Ja. Da unten hab ich lang gegraben. Vielleicht sind die bei der Lava. Die Frage die Lava ist aber, was machen die ganze Zeit? Bereiten die irgendwas vor? Ja, die werden irgendwo sneaken. Das ist klar. Es gibt ja auch sonst gar keine Gegner mehr, ne? Nee. Ist nur noch Team Grün. Aber die halt vollständig. Mhm. Wir bauen uns jetzt hier rein. Die waren so nah dran an uns. Ja. Ey, hätten wir zumindest mal irgendwie einen platt machen können, wäre das echt schon ziemlich nice gewesen. Ist auf jeden Fall nicht mehr an Sneaken. Mhm. Bis wir sie irgendwie gesehen haben. Ich glaube, ich habe jemanden auf Erde. Das können auch wir gewesen sein. Kommt hier mal rein. Hier ist wieder die Lava. Ich hab da mal 2 Öfen platziert. Geil. Oh ne, hier dreht sich der Kompass. Der dreht sich gerade eh so, dass die eigentlich hinter uns sind. Ja, das kann überhaupt. Ja. Warum plötzlich? Die waren eben noch. Das heißt, dass sie sich über uns bewegen. Logischerweise. Nach wie vor, also nicht auf einer Ebene sind. Ja, oder hört auch die Lava. Hier muss irgendwo über oder. Auf welcher Höhe sind wir? Aber ich drück mal F3. Dann entsneakst du aber auch, oder? Nee. Minus 27. Ja, dann ist sie vermutlich über uns, die Lava. Dann sind sie über uns. Ja, klar. Das ist aber auch nicht so geil, weil wenn sie dann was öffnen und die Lava runterfließt, das ist so Worst-Case-Szenario. Ja, aber wir können ja direkt wegrennen. Hier ist überall Platz. Nicht, wenn ich zubaue. Baut ihr auch ab? Nee, ja gerade eben 2 Blöcke. War gerade Manu. Ich hab nur keine Fackel von euch platzieren. Ja, warte. Zack. Nice. Perfekt. Okay, die sind auf jeden Fall über uns. Ich hab einen Name, rechts. Direkt, über uns. Ja. Wenn du dich nach rechts hochbaust, da sind sie. Siehst du sie? Nee, mach nochmal eine Fackel. Sind die dauerhaft? Da, hier, seht ihr das nicht? Über uns. Ich seh keinen Namen. Ich seh da keinen Namen. Ja, wahrscheinlich seht ihr ihn hier schon wieder nicht. Doch, ich sehe ihn von hier aus, sehe ich ihn auf alle Fälle. Hä? Ich sehe ihn nicht, aber wenn du sagst... Es gibt doch diesen einen Bug, dass man das irgendwie... Aber, wenn du sagst, ist er... Okay. Doch, definitiv. Ich vertraue dir da jetzt, Kedos. Ja. Der lügt nur für die Klicks. Jet so 15... Da, jetzt sehe ich ihn. Ja, okay, super. Mach nochmal eine Fackel. Moment. Warte. Ja, ich sehe sie. Ja, alles klar. Aber es sind halt nur... Alle drei. Leute, hier. Ich bin direkt hinter dir. Keine Angst. Die wissen, aber wir dürfen nicht wieder so okay, ineinander draufkloppen. Okay, hier oben ist er doch, oh Gott. Nicht ineinander schlagen. Nein, ich weiß, die kommen. Okay, warte.
Dann geht's weg. Ich hab so ein Feuerding, so eine Feuerkugel. Das ist einfach nur ein Feuer. Also einfach nur ein Feuerzeug. Ja, ich weiß. Aber ein gutes. Eben, ein... Leute, da oben, seht ihr ihn? Okay. Seht ihr ihn? Ich hab auch keinen Bogen oder so, ne? Er weiß es, hallo. Ich hab auch keinen Bogen. Hallo. Ja, sollen wir aufhören zu sneaken? Nein, er weiß nicht, dass wir da sind. Mach mal eine Fackel, mach mal eine Fackel. So. Okay, hier, komm rein. Wenn ihr gleich TNT unterfeuern. Wollen wir rein? Einfach rein? Ja, oder? Okay. Ja, oder? Okay. Manu, geh du vor, du hast den Brustpanzer. Okay. Los. Okay, rein. Go. Hey, die haben noch nicht mal eine Dia-Rüstung. Okay, der erste down. Was ist das denn für ein Opfer? Okay, das war der erste. Und der zweite folgt zugleich. Ui. Ui. Vielleicht wollt ihr uns aber nur hier hinlaufen. Alter, was sie hier für ein Gangsystem gebaut haben, Leute. Ja, oh, übel. Habt ihr das? Was ist denn los mit den Leuten? Ja. Hä? Und die haben scheinbar auch voll wenig gefunden. Der eine hatte nicht mal ein Dia-Schwert. Wo ist der jetzt langgegangen? Da ist nichts, keine Ahnung. Strip Mining. Rennt einfach. Rennt und sucht. Kann man eigentlich. Ja, was ist das? Kannst du vergessen. Alter, haben die jetzt zugebaut? Oh, da ist er. Chris, wo? Okay, nice. Ja, er ist tot. Er ist tot. Alter, ich dachte, das wäre ein Skelett, weil er so einen Skelettkopf aufhatte. Warte, ich glaube. Und hier liegen ganz viele Items. Der muss hier sein, der ist bestimmt hier drin. Sein anderer. Ich regel gerade aber noch. Ja, warum sind da so viele Items hier, auf dem Boden? Das, okay, du guckst doch noch. Ja, weil du ihn gerade getötet hast und dass er jetzt das Splash ist. Achso, die sind alle da runtergefallen. Ja. Okay. Hallo. Die haben sich doch nicht komplett aufgeteilt. Ah, hier geht's weiter. Und ja, aber warum? Was war denn das für eine komische Taktik? Ja. Ne, hier. Ne, es ist German Let's Play, okay. Ne, hier geht's. Wo geht's weiter? Jemand hat Schaden bekommen. Das war ich. Das waren wir. Achso. Da ist ein Skelett. Da ist ein Skelett. Aufpassen. Nicht, dass in die Lava fällt. Ey Leute, hier drin ist Neserquarz und ein Namensschild und Kaktus. Oh, da ist eine Leiter, ja cool. Die einfach konstant wegrennen, das kann nicht angehen. Das war auch total die komische Taktik. Also wenn man doch schon so komisches Equip hat, dann geht man doch zumindest zu dritt drauf. Ja, aber wie gut waren das gemacht? Ich fand das richtig gut gemacht mit den Gängen oben auf mit der Verwirrung. Ja, das ist total verwirrend. Das war aber nicht wegen der Verwirrung, die wollten eigentlich nur Dias haben. Strip Mining. Ja, eben. Ja, komm, dann lass mal da hingehen. Der ist hier irgendwo, hier dreht sich der Kompass. Das heißt, der muss hier irgendwo oben oder unten sein. Stimmt, ja, auf den Kompass habe ich gar nicht mehr geachtet, ey. Ja. Nee, auf den Kompass achten, der dreht sich genau hier. Da ist er! Der Lava! Der Lava! Oh, oh nein! Oh. Ich hab sie haben gekriegt. Alter. Alter, ich bin in der Lava hochgeschwommen. Richtig gut, Alter, richtig gut. Ich dachte gerade eben, wir sterben jetzt alle irgendwie in der Lava oder sonst was. Boah. Also, das war wirklich ein Gegner, der hat sich wenigstens noch mal einfallen lassen. Das war allgemein, ich dachte am Anfang so mit der Runde, aber gut, Team Grün war Bombe, das gegnerische Team. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein an euch beide. Schaut auf jeden Fall auch natürlich bei den Kanälen von den beiden Sweden Boys vorbei, da haben wir auch viele, viele schöne Sachen aufgenommen. Und ansonsten, wenn ihr öfter Mindfighter sehen wollt, dann schaltet natürlich gerne ein, abonniert, favorisiert, was gab's da früher noch? Ich weiß es nicht mehr. Dunkles Kapitel. Abschminken? Nein, schminken. Schminken, genau. Schminken, demnächst Manu und Kedos. Und das Leben Slimani, Salami-Prinzip. Das Salami-Prinzip, genau. Ja. Genau. Gut, lassen wir es krachen. Bis Leute, macht's gut. Bis Leute, wir sehen uns heute. Tschüss.